Hier geht's lang. Das geht. Okay, warte. Kannst du da weg? Das heißt, die bekommen jetzt alle hier rüber. Und dann hier. Dum-dum. Und du. Dum-dum. Gut. Okay. Und das Ding können wir jetzt kopieren. Nicht ganz. Die unteren Ärmchen müssen wir noch neu legen, weil sonst jedes Mal das damit kopiert werden würde und das ist unpraktisch. Aber den Rest können wir kopieren. Also Blueprint. So, accept. Und einmal dahin. Und dahin. So, Bots go go. Die ganzen Fabriken werden nicht passen. Und ich brauche noch mehr Steel Furnace. Was fehlt? Stonebricks fehlt. Okay. Stonebricks ist auf der Einkaufsliste. Reguläre Fabriken. Was brauchen wir da? Eisen kommt auf die Einkaufsliste. Stein, Eisen. Inventar ausmüllen. Das hier rausschmeißen. Das da rausschmeißen. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ist das vom Balancing her nicht so okay? Ich bin einfach davon ausgegangen, dass zwei für einen hier okay sind. Scheinbar, ha? Huh? Hm. Müssen wir nachvollziehen beobachten. So, die haben schon mal alle ihr Zeug. Brauchen noch zwei Fabriken. Aber sind hier relativ nah an der Quelle hier. Kram ist weg. Weg. Warum habe ich die Forschungslabore hier drin? Ach, wurde abgerissen, oder? Nee, doch, vielleicht. Ich schau gleich. Buggy kann weg. Das kann weg. Steine können raus. So, ich brauche immer noch Ziegel. Und Eisen. Eisen habe ich jetzt schon drei oder vier Mal hier oben gecheckt. Das ist nicht mehr da. Das ist unten bei unserer Metallanlage. Ach so, und hier muss überall die Abtransportanlage für die Pflanzenfasern hin. Das wird sehr spaßig. Wo bist du? Also du bist für unten irgendwo. Sieht man denn schon ein Vorankommen bei unseren Vorräten? Nö. Das ist demotivierend. Also ich hätte mich viel erwartet, ne? Das ist ja gerade erst umgebaut, aber so ein bisschen wäre da schon ganz nice. Ha. Okay. So, und ich mache Augen zu beim Runterlaufen. Ich will keine anderen Probleme sehen. Ich will mich nur um eine Sache erstmal kümmern. Dass das ordentlich läuft. Du bist... Ah, du bist die ganz alte Eisen... Ja, naja, ganz alt ist übertrieben, aber die temporäre Eisenplattenproduktion, damit die Welt nicht untergeht. Ja, das hier ist besser. So, bau bitte alle davon, die du kannst. Bau bitte... Ärmchen habe ich 41, brauche... Ich brauche die Circuits und für die Circuits brauche ich Basic Electronic Components und für die Basic Electronic Components brauche ich Tin Copper Wire. Ich habe das noch nicht automatisiert, ne? Ich habe Copper. Ich habe noch keinen Tin. Aber man könnte ja. Auch wenn es gefährlich ist. Ich könnte hier jetzt anfangen, so eine Tin Copper Wire herzustellen für die grünen Chips.
Ich mache eine temporäre Anlage. Ich weiß, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Aber das ist wirklich nur eine temporäre Anlage. Das heißt, ich baue einfach nur irgendwo hin zwei, drei Fabriken, die. Ja, ist alles weg hier. Hier zum Beispiel. Hier haben wir ja schon gar nichts davon. Doch da. Das Copperwire. Copperwire. Nee, du nimmst von da Kupfer. Ich versuche gerade zu durchschauen, wo was früher herkam. Also hier kam schon mal Basic Electronic Components an. Das ist super. Das heißt, hier kann ich mich bedienen. Nom 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 so. Achso, es sind noch ganz alte Rezepte, die ganz anders funktionieren. Das geht alles hier nicht. Das kann alles weg. Na, das müssen wir komplett neu aufdröseln. So, das hier könnte vielleicht noch funktionieren, ein Teil davon, aber nun bezweifle ich das auch. Ja, du brauchst aber hier grüne Chips, die hattest du vorher nicht gebraucht. Mach's einfach weg. Dann habe ich auch ein paar mehr blaue Fabriken und Ärmchen und so. Das ist super. Und aus diesen Resten baue ich dann meine temporäre Anlage für die Tin Copper Wire. Welcher Höhe? Ab hier ist Platz, ne? Dann bauen wir die da mal hin. Also Tin Copper Wire bekommt eine Kiste, eine Fabrik. So, hier, da sind dann. Mip, 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 da ist nur, sind nur Kupferplatten drin. Ja, da sind nur Kupferplatten nachher drin. Kupferdraht ist versteckt. Hier. Das kommt dann über noch ein Ärmchen. Von da nach da in die nächste Fabrik. Die Tin Copper Wire hängt. Oh. Was ist eine Copper? Was? Tin Wire. Nein, 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 nein. Das ist wieder abgefahrenes Zeug. Ich will kein abgefahrenes Zeug. Wir haben nur das da plus was auch immer. Du brauchst allerdings noch Krams aus einer weiteren Kiste. Und zwar wäre hier jetzt Tin drin. Du kannst auch schon mal das bisschen Kupfer, was wir haben, verarbeiten. So, mit den Copper Wire stellen wir nun mit Carbon die Basic Electronic Components her. Das heißt, so, so. So. Du von da nach da unten. Basic Electronic Components. Du kommst. Aber mal als eine Kiste von da nach da. Und in die Kiste kommt jetzt Carbon rein. Bam. Was wir zurzeit noch nicht herstellen. Nö, das waren jetzt nur noch Reste aus der alten Welt. So, und die Dinger. Sind für ganz viele Sachen da, aber ich will sie jetzt nur haben für. Für das da. Dafür bräuchte ich auch. Ja. Dafür bräuchte ich auch noch Solder und Basic Circuit Boards. Okay. Das heißt, du machst jetzt die Dinger und du machst die Dinger. Was ganz praktisch ist, weil das hier nebenan ist. Mist, nee. Hier kommen die bunten Bretter, da kommen die braunen Bretter. Ja, schade. Ein weiter hoch, dann wäre es besser gegangen. Aber wir können zwei von da, zwei nach unten.
so das eventuell machen. Ja, okay. Du bekommst von der Nacht da, stellst die her. Und du brauchst jetzt nur noch Holz. Das heißt, du nimmst von der Seite erstmal aus einer Kiste. Von da nach da. Die Kisten können wir übrigens später als einfach die Anlaufpunkte nehmen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt später noch kopieren würde, verfeinern und dann irgendwo ordentlich aufbauen, nicht temporär wie jetzt, dann könnte man einfach hier ein Fließband langlaufen lassen. Auf der einen Seite ist halt Tin, auf der anderen Seite ist Carbon. So ein Kopper ist hier doof, aber... ja. So, und hier kommt Wooden Board rein. Warum funktioniert das nicht? Achso, du hast schon dein Zeug. So, fehlt jetzt noch Solder. Solder ist Resin. Und Solder Plate. Oder Solder Plate und Alginic Acid. Oder Molten Solder. Oder Solder. Wie kriege ich Solder Coil? Aus Molten Solder. Nee. Blei und Zinn. Das klingt nicht schlecht. Aber erstmal schmeiße ich das jetzt so rein. Nächster Schritt in unserer schönen Reihe wäre jetzt, das mit Eisen zusammen zu einem Circuit. Okay. Von da nach da. Grünchip mit noch einem Ärmchen unten von da da rein und das sind jetzt aber nur Eisplatten. Oh, wo warst du? Achso, das war Sodiumhydroxid. Die Kiste war voll, damit ich hab's so nach oben transportiert. Okay, den Rest machen wir Geozunft. Und du wirfst das Ganze jetzt runter. Und das ist unser vorläufiger Output. Dahin. Und hier bediene ich mich jetzt, wenn ich zwischendurch Chips brauche. Ich muss halt nur dafür sorgen, dass Tin, Carbon, Holzplatten, Kupfer, Eisen und so weiter alles nachgeworfen wird. Kupfer ist das Hauptproblem da gerade. Hol ich mal einen kleinen Vorrat. Aber es kommt voran, das ist echt gut. Vor allem der Tipp mit dem Holz. Das, ja. Weil wir haben dann theoretisch einen unendlichen Vorrat davon. Wir müssen halt regelmäßig losziehen mit dem Buggy und den Sniper-Türmen, Desert Tree, Swarm Tree, Temporary Tree. Die Dinger können wir nur aus Trees herstellen, ja. Ja, okay. Das heißt, wir müssten noch zwei, dreimal losziehen, um noch mehr Generatoren herzustellen. Die Generatoren, die wir dann herstellen, die machen auch nicht das Resin-Holz, sondern generisches Holz ohne Abfallprodukte. Was machen eigentlich die anderen? Raw Bioplastic kommt aus Swamp. Raw Bio Rubber kommt aus dem. Also wir haben Resin, Plastic, Wood und Rubber. Liquid Plastic kriegen wir aber auch aus Propen. Naphtha und Polyethylen. Ich habe gerade irgendwas in meinem Kopf, ein Lied mit Schwester und Polyester. Das ist aber sehr alt und kitschig.
Okay, das brauchen wir nicht. Nee, das können wir künstlich herstellen. Bioplastik ist das gleiche. Liquid Plastic bei Desert. Liquid Plastic bei Swamp. Liquid Resin, nee. Also es war ein echter Glücksgriff, dass wir genau den Baum gefunden haben. Weil das ist das eins. Naja doch, man kann es alles chemisch herstellen. Aber es ist vermutlich komplizierter. Ja. So, mein eigentlicher Gedankengang war, wir gehen noch ein, zwei Mal los, holen noch ein, zwei Bäume, haben dann noch mehr Holz, haben mit dem Holz dann Charcoal und diese Pelletbröcke zum Verbrennen. Wie heißen die noch? Charcoal Pellets. Um so das dann einigermaßen zu boosten, dass in ein paar Folgen die Stromversorgung auch wieder auf stabileren Füßen steht. Ich hoffe ja, dass sie während des ganzen Umgebastels jetzt sich so ein klitzekleiner Vorrat gesammelt hat an Brennstoff. Das gucke ich mir noch gleich an vom Ende der Folge. So, du bekommst erstmal hier nochmal ein Stack Eisen. Du bekommst noch zwei Stack Copper. Dann läuft das hier erstmal. Ja, die Forschungssachen habe ich echt alle eingesteckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Dafür ist das für mich schon wieder zwei Wochen her. Also die Folge 189, glaube ich. Nicht die letzte Folge, das ist noch in dieser Aufnahme drin, aber die vorletzte Folge. Ich lege dann, bis mir einfällt, was ich damit machen wollte, die Dinger mal hier oben hin. So. Gib euch ein. Und zip, zip, zip. Zip, zip. Und werfen wir irgendwas Rot-Grünes an. Zum Beispiel. Ach du Kacke. Korn da, Nutrient Pulp. Ja, das wird wichtig sein. Go. Jetzt holen sie sich halt so, was sie brauchen. Okay. Aussortieren, kleines bisschen, ja. Uralt Poles, alte Kisten, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Werde ich mir noch sortieren. Ne, wobei hier, das die Chemical Furnace kann weg. Die Blueprints können gleich ins Buch. Und dann bin ich fertig, ja. Ich brauche ein größeres Inventar. Das ist schon die Power Armor, die das Inventar erhöht, ne? Genau, Inventory Size Bonus 10. Ich bin so verwöhnt von den modularen Forschungen. Ne, von den endlichen Forschungen, dass man einfach sagen kann, ich erhöhe meine Inventory Size nochmal für einfach nur mehr Forschungspunkte. Aber das wäre auch hier in diesem Modpack wahrscheinlich zu garstig. Weil mal eben 1800 Hellblautränke herstellen ist irgendwie noch nicht drin mit der Anlage hier. So, aber jetzt bitte komm als Abschluss für diese Folge nochmal zeigen, dass in der Kiste sich was gesammelt. Fuck. Gesammelt hat. Aber das Fließband sieht schon mal voller aus. Ja. Und wir müssen noch die ganze überschüssige. Bitte lass doch was Überschüssiges sein. Ja, die ganze überschüssige zellulose Faser abtransportieren oben auf. Ist noch gar nicht zu sehen, ne? Ja, auf das Fließband hier bringen, damit das in rechts mehr läuft. Das ist dann was für die nächste und übernächste Folge. Das heißt, ich werde da nur stur daran arbeiten, dass mehr Zellulose nach Osten kommt. Für mehr Brennstoff.
Ja, momentan arbeitet hier nur eine Fabrik. Der Rest bekommt nicht wirklich viel. Ah, Forschung ist durch. Ich brauche sogar rote Chips. Aber naja, das halt wie gesagt nächste Folge.